Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest und wir setzen unser Abenteuer fort. Und stehen hier anscheinend direkt im, ich sag mal, Spinnenwald. Ich weiß nicht, ob mir das so recht gefallen soll. Wir schauen erstmal nach unten. Was ist das? Oh! Das war gar nicht so klug. Okay. Skillpunkte haben wir keine. Ist die Frage, ob ich unten den Sprung schaffe. Ich sollte das mal versuchen. Weil irgendwie treibt mich die Neugier doch runter. Vielleicht mit dem Wandsprung und... nein! Okay, das sieht nicht so aus, als könnten wir das schaffen. Dann müssen wir wohl oder übel nach oben, denke ich. Nur wie genau wir das anstellen, weiß ich selber noch nicht. Da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Oder? Nein, gar nicht mal. Auf, auf, auf. Okay, hier brauchen wir die Energie für. Wir haben nur zwei Kugeln maximal. Das heißt, wir müssen da tatsächlich ein bisschen ausbauen. Ich weiß nicht, ob ich gegen diese Spinnendings springen sollte. Okay. Oh. So ganz geheuer ist mir das nicht. Ist hier unten noch etwas? Nein, nur Stacheln. Also gehen wir hier oben weiter. Versuche mich einmal hier rüber zu springen. Jawohl. Und das Gerät da oben kann ich sprengen. Okay, ich kann hier tatsächlich rüber. Alles in einem Abwasch. Sehr gut. Jawoll. Eine weitere Lebenszelle. Und jetzt können wir auch drüben weiter runtergehen. Kein zu knapper Sprung. So, einmal hier runter. Oh! Nein! Nein, muss ich jetzt... Muss ich jetzt das alles nochmal tun? Das wäre ärgerlich, aber ich vermute ja. Ja, so sieht es aus. Geht kein Weg dran vorbei. Ich sollte einfach öfters speichern. Es tut mir leid. So, aber wir wissen jetzt, was zu tun ist, deswegen machen wir das jetzt alles in einem Abwasch. So. Die Kristalle haben wir auch mitgenommen. Oh nein, 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 nein! Oh. Okay, ich gehe wieder hoch. Nein. Denn die Lebensenergie nehmen wir auch mit. Und da haben wir echt gerade Glück gehabt mit dem Sprung. So. Da ist jetzt die Frage, komme ich jetzt überhaupt wieder rüber? Nein, eben nicht. Okay, dann muss ich das tatsächlich vorher machen. Es tut mir leid, dass ich hier gerade so kläglich versage. Aber ich vermute, das wird in diesem Let's Play öfters passieren. Denn das Spiel hat doch einen gewissen Anspruch. Hier doch sehr gut aufpassen. So, sehr gut. Also, bevor wir das hier absprengen, gehen wir erstmal rüber. Okay, ich habe keine Energie, das heißt, den muss ich doch als erstes holen. So. Sehr gut. Und wieder hoch. Ja. Nein, 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 nein. Ich habe das Gefühl, dass mein Controller gerade nicht immer das macht, was ich gerne hätte. Ich
werde tatsächlich den Controller auch mal wechseln müssen, beziehungsweise ich glaube die Batterien, weil nicht jeder Knopfdruck gerade sitzt. Nein, es gibt... Nein, 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 nein! Oh! Ich bin doch vorhin so leicht darüber gekommen. Ah ja, sehr gut. So, aber jetzt... So, wir gehen jetzt hier links runter. Da wo auch schon wieder die fiese Spinne sitzt. Und... So, genau, jetzt hier vorsichtig mittig runter. So, die haben wir auch. Linksrum komme ich glaube ich noch nicht. Oh, die hat nochmal geschossen. Oh Gott, was sind denn das für Sprünge? Wahnsinn. Nein, 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 nein. Jawohl, ein neuer Fähigkeitenpunkt. Und das erinnert mich daran, dass ich unbedingt speichern sollte. Ich versuche hier die Passage noch hinter mir zu lassen. Ich werde jetzt hier speichern. Sehr gut. Und, was können wir weiter skillen? Die Streuflamme. Ah, ermöglicht es dir mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen? Warum nicht? Ich will erst hier unten lang. Ich kann auch noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, die verrät uns nicht viel. Okay, hier komme ich so nicht durch. Kann ich das ziehen, schieben? Nein, ne? Nein. Der Stachel hat uns noch erwischt. Da hätte ich einfach besser aufpassen müssen. Uah. Ah, nein, 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 nein. Ich habe auch gerade echt massive Probleme mit diesem Controller hier. Ist ein gehobener Schwierigkeitsgrad in dem Fall. Ah, okay. Na gut, wir haben keins. Achso, das war zum Sprengen, genau. Ha! Da habe ich sogar den da oben noch mit gesprengt. Nur zu dem komme ich jetzt noch nicht hoch. Glaube ich zumindest nicht. Sieht nicht so aus. Nein. Ne, so komme ich da nicht ran. Oh Gott! Okay. Also nochmal von vorne. Es ist aber auch echt nicht einfach, das Spiel. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht der beste Jump'n'Run-Spieler bin. Oh! Goddammit! Ja, die Punkte kriege ich aber auch so. Das ist gut. So, hier werde ich nochmal speichern. So. Ich glaube... Ja, genau. Welchen Sinn hat das? Hm. Wow. Ist die Frage, kann ich das wegsprengen? Das fehlt mir leider die Energie.
nein! Okay, das war mehr als mutig. Ich möchte hier einmal kurz gucken. Ich habe aber auch da unten gerade eben den Stein gesehen. Ich werde ihn natürlich nicht auslassen werden. Oh Gott, was macht das denn? Oh Gott. Oh Gott, ich schon wieder so klumpen. Naja, doch ganz souverän gelöst. Okay, dieser Stein leuchtet grün. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Oh! Oh Gott! Huch! Interessant. Jawoll! Wieder eine weitere Lebenszelle. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, aber angenehm überrascht. Und ich gehe doch mal kurz den Schritt zurück, eben wegen dem Fragment, was ich da gesehen hatte. Und ich möchte auch nochmal speichern. So, wie komme ich da am geschicktesten dran? Ich vermute so. Jawoll! Ein Kartensteinfragment, genau. Okay, hier sehe ich den Stein, ich komme aber so noch nicht dran. Mehr kann ich hier gerade nicht tun. Oh Gott, ich sehe leider nicht, wo ich da unten landen kann. Okay. Übergerascht. So. Einmal hier das Kartenfragment einsetzen. Jawohl, sehr gut. Oh Gott. Ich glaube, wir haben uns hier ein großes Let's Play ausgesucht. Die hier und die da unten nehme ich auch mit. Alles Erfahrungspunkte. Wo sind sie denn? Da. So, was ist jetzt hier rechts? Okay. Ah, okay, da geht's wieder hin. Alter, Wahnsinn! Ah, okay. Ach, das, ich wollte ja eigentlich keinen Speicherpunkt setzen, aber... Naja, gut. Soll nicht schaden. Was haben wir da oben? Okay. Ich glaube nicht, dass ich einen solchen Sprung machen kann. Nee. So, hier nochmal die Energie aufladen. Dann möchte ich hier auch gleich einen neuen Speicherpunkt. Und die finde ich echt mies hier. Ich bin auch gerade froh, dass wir schon auf sehr viel Schaden gegangen sind. Okay, da kommt jetzt so nicht hoch. Oh! Na? Okay, wie ich das da lösen soll, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das selber hochsprengen kann. Okay, da oben ist wieder das Rolltier. Na gut, wir schauen mal. Na gut, aber die Erfahrung nehmen wir auch mit. Und die hat sich auch prompt gelohnt. Ich werde hier auch nochmal einen Speicherpunkt setzen. Und
Was kann ich hier machen? Erhöht den Schaden und ermöglicht es, durch feindliche Formationen zu stoßen. Erfordert Stoßen und Streuflamme und zwei Fähigkeitenpunkte, die ich leider nicht besitze. Okay, eingesammelte Vitalität. Ne? Okay, ich werde jetzt mal hier auf Wiederwecken gehen. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Das machen wir. Oh, der ist ja schon wieder da. So. Oh Gott, da kommt der immer wieder. Und jetzt auch wieder? Ah, das war nicht noch. Also schon wieder. Das gibt's doch nicht. Au! Hab ich hier einen ungünstigen Speicherpunkt gewählt? Ja, vermutlich. Wow. Das gibt es nicht. Der berührt mich tatsächlich nur einmal. Und dann war's das. Okay, ich lasse jetzt die Erfahrung mal Erfahrung sein. Oh. Oh, was haben wir hier? Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gar nicht so nett. Wow. Ich versuche mal das Ding hier hochzusprengen. Dachte ich mir schon. Ich glaube nicht, dass der, wenn der hier rauskommt, tatsächlich da rüber kann. Kannst du springen? Hm. Das ist jetzt die Frage, wie ich hier weiterkomme. Ich müsste tatsächlich den hier rüberbringen, damit er mir hier alles freisprengt. Ja, das schafft er leider nicht. Oh Gott. Nun gut, aber ich komme dementsprechend hier nicht weiter. Das heißt, einmal kurz auf die Karte gelinst. Ich muss tatsächlich nach rechts, ja. Oh, nein, 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 nein. So ein mieses, lustiges Viech. Und der Respawn ist echt auch fies gesetzt. So. Noch mehr Energie. Brauchen wir eigentlich nicht, aber kann nicht schaden. Sehr gut. Hässlicher Klumpen. Okay, so komme ich da nicht hoch. Ich könnte es aber so schaffen, oder? Wenn ich den ziehen kann. Oh, oh. Okay, nee, ich kann so nicht weiter. Cool. Na, schafft er den Sprung? Jawohl. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist nicht so vorgesehen, dass ich hier hochgehe. Während Uri dem Wald Licht und Hoffnung brachte. Ist das richtig, was ich hier mache? Doch, anscheinend schon. Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht empfangen. Ein Gumong aus dem Elendsruin
Wir müssen zu seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Okay. Dann dem Dieb hinterher. Okay. So, ich werde auch hier gleich nochmal speichern. Und zwar hier. Was sind das für Löcher? Okay. Oh, die scheinen auch schnell wiederzukommen. Au! Ah, okay, das kann ich sprengen tatsächlich. Oder auch nicht. Ah, er kann das sprengen. Sehr gut. Also ich muss hier doch auch sehr mit der Umwelt arbeiten. Sollte aber kein Problem sein. Ein Spinnentroll, möchte man meinen. Kannst du alle hier bitte? Dankeschön. Oh, ganz toll. Wow. Hier wieder. Dankeschön. Oh mein Gott. Ah, ist gut gegangen. Da wäre uns jetzt fast der Platz ausgegangen. So, hier werde ich nochmal speichern. Okay, das sind Kristalle. Ich glaube, ich soll hier aber noch nicht lang. Ich werde mich auf links halten. Richtung Mondgrotte. Ah, ich verstehe. Ich muss sie nach und nach befreien, damit ich mich hier vorspringen kann. Stopp! Jawoll! Und jetzt du? Okay, es ist tatsächlich nicht einfach. In der Mondgrotte. Und ich würde sagen... Nettes Tier. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, wir machen ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Bis dahin, macht es gut. Ciao.